Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19, wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ne? Allen ein frohes Wochenende gewünscht, denn heute ist Freitag, das heißt, heute ist wieder Auf Bergmann Zeit. Grüße auch an den Twitch-Chat, nämlich da haben wir am Dienstag hier die Folgen aufgenommen. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare zur letzten Folge. Und ich würde sagen, wir verkaufen den ganzen Spaß mal heute hier. Ihr habt geschrieben, ja, das mit der Palettengabel und so weiter ist auf jeden Fall immer ein bisschen tricky. Das kann schon mal ein bisschen schwierig sein. Und marschiere als Erster, wow. So, jetzt hängen wir den ganzen Spaß hier mal dran. Zuhören das Ganze nochmal fest. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Eicher mal zum Dorfladen. Und werden das Ganze dann gleich auf jeden Fall dann verkaufen. Wir werden uns ein bisschen um die Tiere noch kümmern heute. Nämlich um die müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. Und müssen dann ein bisschen was, ja, ein bisschen was hinbekommen, ne? Geld muss verdient werden, die Tier muss es gut gehen. Und, ja, Mama, ich bin im Fernsehen. Richtig. So, weiter geht's. Da wird's streaming, moin. So, fahren wir mal zum Laden. Und das ist ein kleiner Weg, den wir da absolvieren müssen. Und dann können wir uns gleich noch ein bisschen um die Tiere kümmern. Müssen wir mal schauen, was wir machen. Ob wir uns um die Schweinchen kümmern, um die Kälber und so weiter. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Der Tag, der geht auch mittlerweile relativ fix hier voran. Und Leute, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, am morgigen Samstag ist es nämlich so, dass die Farming Simulator League wieder live ist. Und am Sonntag auch. Da startet nämlich das 8. Turnier der diesjährigen FSL Season 3. Diesmal allerdings nicht online wird das Ganze gespielt, sondern im Giant Studio. Da bin ich auch vor Ort. Deswegen auch die Aufnahme hier im Livestream, weil ich es sonst anders nicht geschafft hätte. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch einschaltet. GiantSoftware.de auf Deutsch könnt ihr Samstag und Sonntag reinschalten. Uhrzeiten könnt ihr dann noch entnehmen. Machen noch ein paar Postings und so weiter. Und da werden wir gegen, ja, mal sehen, wie gehen wir spielen werden. Ich hoffe, es wird nicht Hörmann sein am Samstag, denn die hatten wir beim letzten Mal ja schon häufiger gehabt. Und ja, müssen wir mal gucken. Ne? So. Nein, Bildet Streaming, in dieser Folge ist Freitag. Ich mache gerade eine Aufnahme, Mann. Aber Grüße. Micha, moin. Ach, Leute. Es ist, ja, aber seid gegrüßt, Leute. Also morgen ist Mittwoch hier. Für die Leute, die jetzt hier im Stream sind, für euch ist Freitag, Leute. So. Servus, Grüße. So, wir verkaufen den ganzen Bums hier. Ach ja, alles gut. Alles gut. So, gucken wir mal weiter hier. Dann verkaufen wir den Spaß beim Dorfladen. Bin mal gespannt, was wir da an Einnahmen bekommen. Und da gucken wir auf jeden Fall einmal. So. Auf geht's. Let's go, würde ich sagen. Ja, ist schon ein cooles Ding, der Eicher hier. Also echt ein feines Gerät. Gerade für die Gewächshäuser macht es auf jeden Fall Sinn, den auch zu nutzen. Mit dem kann man auch sehr viel transportieren. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen noch mal so zwischendurch aufgeladen. Und dann passt das Ganze soweit. Moin, moin. So. Schauen wir das Ganze mal an hier. Na, Bönd. Sehr schön. Weiß nicht, wir könnten vielleicht gleich nochmal hier ein bisschen Milch abtanken von dem, von den Kühen. Das können wir gleich machen. Sehr schön, sehr schön. Ja, die Felder sind soweit alle ready. Das passt soweit. Da haben wir zum Ende der letzten Folge noch ein bisschen Flüssigdünger ausgebracht. Am Mittwoch war die Folge. Und ja, heute, wie gesagt, wir werden ein bisschen Gemüse aufgeladen und werden den Gemüse dann gleich verkaufen und uns ein wenig um die Tiere kümmern. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann dann auch bald unseren neuen Häcksler kaufen können, ne? Weil die durchwachsene Silphie wächst. Können wir uns gleich nochmal das Feld anschauen. Und da passt das Ganze. Ja, Gewitzwehr mit dem Eicher ist halt schwierig. Das wird halt nicht klappen. Aber wir verkaufen jetzt erstmal den ganzen Spaß. Und ja, dann gucken wir gleich weiter. Sehr schön. Tag zusammen, Grüße. So, weiter geht's. Schauen wir uns das mal an hier.
So. Sieht gleich da noch einmal rechts hier vorne und dann passt das Ganze. Ich glaube, wir melken gleich die Kühe mit dem mobilen Melkstand. Das machen wir gleich noch, wenn wir den ganzen Spaß verkauft haben. Und dann läuft der ganze Kram. Sehr schön. So, da sind wir auch schon. Hier beim Dorfladen. Da kannst du auch vorne reinfahren, aber ich fahre es mal im hinteren Bereich rein. Da gibt es, glaube ich, hier einen Trigger. Manchmal nimmt er die an direkt, manchmal nimmt er die nicht an. Das ist immer so ein bisschen tricky. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. Es ist halt immer unterschiedlich und der Trigger ist halt immer manchmal da und manchmal nicht da. So, würde ich sagen... Ah, guck mal, es sind schon die ersten Einnahmen. Machen wir den Eicher mal auf, aus und werden mal aussteigen. Und machen den starken Bauern an, weil es ist halt echt schwierig, diese Paletten zu verladen. Habt ihr in der letzten Folge gesehen. Und ja, er verkauft die hier. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es klappt manchmal mehr oder weniger gut. Ja, bekommen wir da ein paar ordentliche Einnahmen rein. Manchmal ist der Trigger ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Oder er geht einfach zu der Person hin. Der ist schon ein bisschen erweitert worden, der Trigger. Das funktioniert mittlerweile. Aber, ich sag mal so, die Einnahmen können sich sehen lassen. Für die Tomaten auf jeden Fall. Das war schon mal sehr, sehr lukrativ. Also knapp 600 bis 700 Euro. Natürlich hätten wir bei den Häusern hier, man hat ja hier die Familien, ne? Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen, aber gut. Guck mal, hier oben hat er schon ein paar Sachen verkauft. Das geht schon mal ganz gut. Dann können wir die Kisten erstmal wieder hier hinlegen. Und das macht er dann irgendwann auch komplett. Tutto completo hier. Servus. Grüßen auch immer recht freundlich hier, die Leute, ne? Man kennt sich halt, ne? So. Servus. So, dann haben wir das hier soweit ready. Passt das? Sehr schön. Zack, zack, zack. Ja, ich denke mal, die 600.000 werden wir auf jeden Fall noch knacken. Die macht man natürlich mit der Hand, aber die großen, wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge so ein bisschen versucht, das Ganze dann auch so zu machen, dass man das mit dem jeweiligen der Palettengabel macht. Aber es war halt ein bisschen schwierig, ne? Guck mal, die sind auch schon leer. Die noch nicht. Ja, es geht. Es ist schwieriger ranzukommen. Das stimmt, Micha, das so recht, ja. Es ist sehr viel schwerer, da ranzukommen bei den Familien, ja. Vor allem mit dem Eicher, ne? Ich sag mal, mit dem Gartor kommst du halt auch, glaube ich, nicht so gut dran. Da gibt es immer verschiedene Sachen halt. So, dann haben wir das auch ready hier. Oh nein, ich habe eine Fliege da sitzen. Kennt ihr das? Wenn so eine Fliege direkt auf der Lampe sitzt, es ist einfach belastend. So, wir haben ein riesiges Chaos hinterlassen. Haben nicht ganz die 600.000 erreicht. Ist aber nicht schlimm. Das Chaos beseitige ich dann später irgendwann. Das heißt, wir verlassen jetzt mal hier diesen Bereich. Wir können uns mal kurz die Felder angucken, welche wir alle ausgesät haben. Wir haben Feld 6, 1 und 2 haben wir soweit fertig. Sind alle erwachsen. Wir haben hier überall Raps drauf. Aus dem Raps können wir dann später noch irgendwann mal in der Ölmühle ja, ein bisschen das Ganze zu Rapsöl herstellen. Oder zu Pflanzenöl. Und daraus dann Mayo machen. Das werden wir auch mal in einer der nächsten Folgen wieder machen. Und was wir heute machen werden, ist, wir werden uns einmal so ein bisschen um die Tierchen kümmern. Wir gehen mal zurück zum Hof. Wie weit war denn jetzt die Silphi? Guck mal hier, durchwachsene Silphi. Ist noch nicht erntereif, aber kurz davor, guck mal. Es kann nicht mehr lange dauern, bis das Ganze ready ist. Und ich glaube, in der nächsten Folge kaufen wir uns dann schon mal den neuen Häcksler. Und können das Ganze dann machen. So, wir können hier mal ein bisschen aufräumen. Das heißt, wir fahren den mal weg hier. Den können wir mal reinfahren. Haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge bei irgendwann genutzt. Ja, so ist es richtig. Geld einsacken und weg ist er. Ja, so muss das. So muss das. Ja? Geld ausbezahlt und tschüss. Wo habe ich denn den MAN? Ach, der stand unten, ne? Den brauchen wir jetzt. Ein Drechsler. Wer kennt ihn nicht, ja? Ein Häcksler natürlich. Natürlich. Es ist der Häcksler. So, wir steigen hier mal ein. In das schöne MAN hier, die wir haben. Blub. Unala.
Und da holen wir jetzt den mobilen Melkstand und werden da ein bisschen... da ein bisschen was ja, abpumpen und das Ganze dann überladen. Ist auf jeden Fall sehr lukrativ geworden. Wir haben ja schon einige Kühe hier. Wir könnten auch gleich nochmal auf die große Kuhweide fahren. Wir können gleich mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wichtig, wenn ihr dem mobilen Melkstand nicht die Betonung auf nicht ankoppeln könnt, habt ihr den Fill Level Limiter Mod drin. Ne? Schaut mal in die kompatible Mods. Da gibt es auch welche, damit funktioniert das einfach nicht. Weil ich das auch immer wieder lese. Wenn ihr den mobilen Melkstand nutzt, könnt ihr das, wenn ihr den Fill Level Limiter Mod, boah, voller Zungenbrecher, nutzt, könnt ihr das Ganze nicht nutzen. Ne? Es funktioniert nicht. Den müsst ihr rausschmeißen aus eurem Mod-Ordner. Und dann könnt ihr auch in dem mobilen Melkstand dementsprechend halt euch kaufen. Ist bei der neuen Version der auf Bergmann natürlich dabei. Den findet ihr, meine ich, ich glaube unter Tierhaltung war der. Jo, hier findet ihr den, müsst ihr kaufen. Den habt ihr nicht direkt am Hof. Und wir fahren jetzt erstmal rüber und werden die Tiere ein bisschen fertig machen. Ah ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja jedem das Seine. Manche Leute lieben die Map, manche verfluchen sie. Verfluchen auch mittlerweile mich und geben mir Tiernamen. Ne? Aber es ist halt einfach so, wie es ist, ne? Es ist halt einfach so, wie es ist. Also ich finde, also meiner Meinung, das ist die beste Map im NS. No Front gegen andere Modder und Mapper. Es gibt so viele andere schöne Maps. Aber ich finde die halt super klasse, ne? Die ist halt mega gut und es ist halt einfach eine richtig geile Karte, finde ich. Das macht halt sehr viel Spaß. Denke ich mal, hier unterwegs gewesen zu sein, ne? Du hast aber die Standardversion der Hofbergmann drauf. Ich habe kein Seasons, ja. Ich habe die Standardversion, also die offizielle 1.8.1, Micha, genau. Die offizielle. Die letzte dementsprechende Map, die erschienen ist. Die 8.1. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Standard meinst, aber... ich würde sie ja auch so gerne spielen, aber Checks mein... ach, der PC schafft es nicht. Okay, ja gut, das ist natürlich was anderes. Das stimmt. Wenn der PC das nicht schafft... selbst bei mir hier, guck mal. Ich habe 20 FPS aktuell am Hof, ne? Also, das heißt nicht, ich habe einen schlechten Rechner... aber wenn ihr jetzt einen nicht so guten PC habt, dann kann es natürlich sein, dass das Ganze noch schlechter läuft, ne? Hat halt einfach damit zu tun, dass alle Produktionen hier laufen auf dem Spielstand und quasi alles am Laden ist, viele Gerätschaften am Hof. Ich habe da schon ein bisschen ausgelagert mittlerweile, aber es ist halt immer noch so viel, ne? Es ist halt immer noch so viel, was daran rumsteht, ne? Mahlzeit, Grüße. So, wir fahren den einmal kurz aus hier. Wir klappen den mal aus mit X. Und dann können wir den Motor eigentlich laufen lassen. Mit N können wir das Ganze abmachen. Und können dann gleich mal einsteigen. Ich lasse den mal kurz dran hier. Und dann tanken wir die Milch mal ab hier. So, an ist er schon. Mit B spannt in die Kuh ein. Ja, ne? Und dann drückt er einfach R. In der Regel. Wenn hier Milch da wäre. Und dann tankt er das Ganze ab. So, angeschaltet ist er. Ach ja, ich muss da vorne einsteigen. Da muss ich R drücken. Im Fahrzeug. Ich muss ja die Zapfwelle antreiben. Stimmt. Ich vergesse das immer. Ich mache das immer verkehrt rum. So, da haben wir jetzt den ganzen Spaß. Da haben wir die Literanzeige. Und ja, jetzt wird das Ganze gefüllt. Ich weiß gar nicht, wie viel Milch wir haben. Ich denke, wir können auf jeden Fall gleich auch noch zur großen Kuhweide fahren. Da werden wir auch noch einiges an Milch haben. Und wir sind jetzt bei Kuhweide A. Kuhweide B gehört mir ja auch. So, wo habe ich die jetzt hier? Kuhweide A. Guck mal, da sind schon 5000 Liter. Und der pumpt hier weiter ab. Oh, guck mal, die müssen wir auch wieder versorgen. Die brauchen Wasser, die brauchen Mischrationen und so weiter. Ab wann kommt Milch? Kommt drauf an, ob man mit Season spielt oder eben halt nicht. Ne? Wenn man mit Season spielt, kann es bis zu einem Jahr, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter dauern, bis das Ganze dann auch draußen ist. Ansonsten, wenn du die gefüttert hast, kriegt man es recht schnell. Ne? Ich
habe einen Laptop und es funktioniert wunderbar. Zocker Tobi. Hat man schon mal drüber unterhalten, ne? Ja, kann durchaus sein. Bei mir läuft's ja auch. Ich kann's ja spielen, Leute. Ich kann's ja spielen. Aber ich bezweifle, dass bei dir um 60 FPS steht. Oder, guck mal, jetzt habe ich sogar 40. Das ist immer unterschiedlich, ne? Wie gesagt. Da kommt's gar nicht drauf an. Sondern die Map ist halt wirklich Performance-lastig. Ist einfach so. So, wir haben das Ganze gleich übergeladen. Da können wir den Spaß schon mal wegfahren. So. Tipptopp. Läuft auf jeden Fall soweit. Boah, der pumpt und pumpt hier. Wie viele Liter waren denn da drin? Ah, jetzt ist er fertig. Sehr schön. Dann können wir hier einmal wieder die Kuh ausspannen. Und tschüss. So, dann schalten wir den ganzen Spaß aus. Und klappen den Spaß wieder zusammen. Machen übers Dach drauf. Und fahren dann von dannen. So. So, weiter geht's. Den Spaß können wir jetzt gleich einmal übertanken, sofern wir dann noch ein bisschen Platz haben. Wir gucken gleich mal rein. So, muss ich da oben einmal drehen. Namen Worf, Grüße. So, schauen wir mal. Haben wir noch Platz in unserem Milchlager? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ob wir da noch Platz drin haben. Ne? Mal kurz hier einmal bei der Anzeige gucken. Ah, die ist voll noch. Okay. Das heißt, wir können... Ja, wir können die Milch gar nicht nutzen. Oha. Komm, dann fahren wir jetzt noch mal hier. Und wir haben viel zu viel Milch. Wir fahren mal durch den Kälberstall hier. Oder durch den Kuhstall. Dann tanken wir erst noch mal die anderen ab und werden dann gleich noch ein bisschen was verkaufen. So, schauen wir mal. Und weiter geht's. Sehr schön. Ja, wir haben ja noch Kuhweide B, ne? Das geht dann auch schon sehr gut voran hier. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir dafür bekommen. Weil die Milch können wir hinten beim Milchhaus verkaufen. Sehr schön. So, fahren wir mal weiter. Ich glaube, die Wiese können wir irgendwann auch mal wieder mähen. Der Kompost müsste, glaube ich, auch ready sein. Da können wir in der Folge mal wieder Kompost ausbringen. Das können wir dann irgendwann auch nochmal machen. Schauen wir einfach mal. So, gucken wir mal hier. Tipptopp. Guck mal, da ist die nächste Kuhweide. Da können wir das da gleich auch nochmal abtanken. Sehr schön. So, fahren wir da mal rein. Ach, wir hätten das Gatter hier aufgelassen. Gott, gleich mal die Kühe durchzählen hier. Verdammt. Da fehlen doch bestimmt wieder welche. Moin, Seenok, und danke dir. Vielen lieben Dank. So. So, komm, wir fahren mal ran hier. Da klappt mir der ganze Spaß mal auf hier. Oh, dann haben wir gleich alle Kühe gemolken, ne? Ist ja echt... Es geht richtig sehr, sehr schnell hier. So, einmal ranfahren. Dann einmal X drücken. Können wir hinten auch schon mal einschalten. Das Dach abmachen. Damit B die Kuh einspannen. Und jetzt einmal R drücken. Und dann tanken wir den ganzen Spaß hier auch schon ab, ne? So, jetzt wird das Ding ja nochmal voll gemacht. Ist halt schon... Ist halt schon recht cool, ne? Es kommt halt wirklich, wirklich viel mit dabei. Jörn, moin. Grüße. Moin, Johannes. Jo, dann haben wir es gleich. So, Leute. Ich würde sagen,
Das soll es für heute gewesen sein. Wie viel Geld wir rausbekommen und welchen Häcksler wir uns beim nächsten Mal kaufen werden für die dementsprechenden, ja, Silphi, wenn wir dann hiermit mit den Feldern dann irgendwann mal beginnen. Ja, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.